So, hallo liebe SWN-Zuschauer, liebe Radio-SWN-Hörer. Alter, heute habe ich mich mal niedergelassen hier am Zeughaus, am ehemaligen Zeughaus. Und da haben sie ja jetzt ein paar Bänke aufgestellt mit Rückenlehnen. Also eine und zwei sehe ich ja sogar im Schatten. Da gibt es ja wirklich zwei Bäume hier und die sind voll im Schatten. Und ich muss euch sagen, es gefällt mir also sehr gut. Auch wenn die Parteien jetzt eine Partei sagt, das haben wir endlich durchgedrückt. Leute, das haben wir schon seit Jahren gepredigt, dass wir am Zeughaus da einmal Bänke für die älteren Menschen brauchen mit Rückenlehne. Legt mich doch am Arsch, hockt euch doch mal auf der Betonpfosten drauf, mit der Brettli drauf, ohne Rückenlehne. Das unter neuner prallen Sonne, das kannst du doch vergessen. Und endlich sind sie mal aufgewacht in der Stadt Schweinfurt und haben gesagt, Mensch, für die alten Arschlöcher brauchen wir auch mal ein paar Bänke mit Rückenlehne, so wie mich, ne? Und ja, jetzt klappt. Also da drüben läuft immer noch ein Bagger an dem Zeughaus und an dem Stressler da. Da wird er, glaube ich, schon so lange rumgebaut, wie ich lebe. Also ich kenne das gar nicht anders da. Aber Spaß beiseite, ne? Es dauert schon sehr, sehr lange hier. Und es ist immer noch nicht ausgegoren, das Ganze. Ne? Es gibt also immer noch Leute, die sagen, da muss ein wenig mehr Grün her, da müssen noch ein wenig mehr Sitzflächen her, da muss ein wenig Leben mehr leben auf dem Parkplatz, wollte ich schon sagen. Es sieht ja wohl aus wie ein Parkplatz, gell? Aber es ist natürlich kein Parkplatz. Naja. Und was will ich sagen heute zur Weltpolitik? Ja, Weltpolitik, ne? Da fangen wir erstmal in Deutschland an. Die deutsche Politik. Ja. CDU und CSU, die haben sich ja echt am Arsch im Moment. Und ich kann die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen, weil wenn der Seehofer jetzt fordert, dass also alle, die in anderen Ländern schon mal abgestempelt worden sind, also schon mal aufgenommen worden sind, registriert worden sind, nach einem Schengener Abkommen, oder nein, nicht Schengener, nach dem Dubliner Abkommen, dass sie da wieder zurückgeschickt werden müssen, an der Grenze abgewiesen werden sollen. Herr Seehofer, das ist doch alles nur Wahlkampfgelaber. Na? Setzen wir doch das mal um, gedanklich mal umsetzen. Angenommen, wir Bayern oder wir Deutschen schicken an der bayerischen Grenze alle Menschen, die irgendwo registriert worden sind, nach dem Dubliner Abkommen zurück in das Land, wo sie sich zuerst registrieren lassen. Ja, da werden die Italiener zuerst sagen, wenn sie merken, die kommen alle wieder zurück. Hä? Pass mal auf, da registrieren wir gar nichts, no registrare. Ne? Dann sempe grido, avanti, ne? Lass sie doch durchlaufen durch Italien. Ne? Wenn sie nach Deutschland wollen, da halten wir sie gar nicht auf, registrieren sie gar nicht. Und die Österreicher werden sagen, warum sollen wir uns damit behängen? Die wollen eh alle nach Deutschland über. Lass sie doch durchlaufen. Dann werden die gar nicht mehr registriert. Dann kommen sie alle in Deutschland an, sind unregistriert, dann müssen wir sie ja doch wieder reinlassen. Also Seehofer, das wird sich nicht umsetzen lassen. Also bei allen... Was du manchmal recht hast oder auch nicht recht hast. Ne? Aber ich glaube, das muss eine europäische Lösung her. Das muss europäisch geklärt werden. Also zumindest mit unseren Nachbarstaaten. Europäisch ist das sehr, sehr schwierig, weil wir die Ungarn und die Polen auch gucken, die alle so vom Kopf haben, ne? und sowieso überhaupt keine aufnehmen. Und ja, aber trotzdem muss das mit den Nachbarstaaten geklärt werden. Und ohne nur als Alleingang Deutschland wird das nicht funktionieren. Der Fehler ist ja schon gemacht worden damals, wo die Merkel gesagt hat, lasst sie alle zu mir kommen, ich liebe euch alle. Das war vielleicht ein Fehler, ne? Vielleicht man vielleicht nicht so offen sagen soll. Aber nur gut, ist halt passiert, was soll's, ne? Weil es kommen ja nicht bloß die Kriegsflüchtlinge, es kommen ja sehr viele, die andere Probleme haben. Und die kommen natürlich auch nach Deutschland. Aber das ist ein Thema, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und also ich liebe auch die ganzen Menschen, die hier in Deutschland inzwischen leben. Und die sollen auch von mir jetzt glücklich werden. Ne? Aber es gibt natürlich andere Menschen, die anders denken. Ja, was gibt's noch? Der Trump muss natürlich gleich wieder seinen Senf dazu geben zu den ganzen Geplänkel. Ne? Aber da hat natürlich gleich wieder getwittert, dass die Verbrechensquote in Deutschland enorm gestiegen ist, durch die vielen Ausländer, die kommen. Der Blasarsch, da soll man drüber nachdenken, ne? Dass er mit Schuld drauf ist, dass die alle kommen. Ne? Weil mit der ganzen Krieg und Gebomben und Leute vertreiben. Ne? Das soll man überlegen. Irak, ich will gar nicht ins Detail reingehen, ne? Aber gerade diese Nation, Amerika, auch sein Vorgänger natürlich, nicht er hat ja das nicht verbrochen allein, aber die Vorgänger, ne? Wenn man überlegt, was sie aufgestellt haben, warum das jetzt so ist, warum so viele Flüchtlinge kommen, da kann der nicht sagen, nur die Merkel ist dann schuld, ne? Weil
Die haben sie ja ausgelöst, die haben sie ja zu uns geschickt. Also, ich will jetzt nicht so weiter sagen dazu. Ist langlebig auch für heute. Und ich wünsche also vielen Zuschauern von SWN noch viel, viel Freude auf unserem Kanal und von Radio SWN auch viel Freude heute an unserer Musik. Die Musik bei Radio SWN ist übrigens alles Filmmusik von unseren Filmen, alle GEMA-frei. Und ich hoffe, sie gefällt euch. Das machen wir schon ungewöhnlich, ne? Aber ist ja alles von mir, ne? Ich bin ja ungewöhnlich, ne? Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen.